Ja, und jetzt? Ich merke mir das einfach mal. Also nicht. Ich weiß, dass hier irgendwo auch riesige Harfen rumstehen, wo mir gesagt wird, ich soll da eine Melodie spielen, aber ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Also noch nicht. Irgendwann bestimmt. Felix sah, dass Typhonscherben den Fremden in die Ecke gedrängt hatten. Es gab kein Entkommen. Seine bisher größte Schlacht stand bevor. Ich hoffe, der Fremde stirbt. Anders hin, Mann. Heute ist es auch noch. Ich meine, es bringt bestimmt Erleichterung, aber muss das so widerlich sein? Gut, ist gerade. Slow-Mo. Es ist vorbei. Du kannst rauskommen. Nein, danke. Kein Interesse. Sei ganz unbesorgt. Wenn ich dich verletzen wollte, könnte ich auch einfach zu dir rüberkommen und dich dort abstechen. Wohl wahr. Gut, dann wage ich es. Phoenix. Interessanter Name. Danke für die Hilfe, Phoenix. Schicke Armschienen. Danke. Ich bin auf dem Weg zum Tempel des Apollon, um das Orakel aufzusuchen. Ich auch. Er ist gleich da drüben. Oh, toll. Ich kann jede Hilfe gut gebrauchen. Wir sollten zusammen... Hey, wo bist du hin? Meine Armschienen! Dieser kleine Dieb! Ich hab dich gerettet! Ich weiß, wie du dich fühlst. Man tut einfach alles für sie und dann verraten sie einen. Du liegst gar nicht so falsch. Was soll denn das? Wer baut denn so einen Eingang? Ein Zirkusartist? Ein Magier? Keine Ahnung. Sind die Sterblichen nicht entzückend? So entzückend. Die Szene mag ich auch. Eigentlich finde ich den Anfang generell sehr cool. Komm näher. Tritt in das Licht. Die Mysterien, die ich zu bieten habe, sind so unzählbar wie die Sandkörner, die die Erde bedecken. Wie lautet deine Frage?
Oh, weises Orakel. Wie mache ich den Fluch rückgängig, der alle in Stein verwandelt hat? Puh, also das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß es nicht. Es ist ein Mysterium. Na gut, dann wie bekomme ich meine Armschienen zurück? Ah, ein weiteres Mysterium. Ja, deshalb komme ich zu dir, dem Orakel. Ah ja, nun, was das angeht. Ich bin nur der Priester. Das Orakel wurde zu Stein verwandelt. Aber dieser Rauch hier ist ziemlich speziell. Glaubst du, der Sand heißt Sand, weil er zwischen der See und dem Land liegt? Hast du einen kleinen Kerl mit goldenem Haar gesehen? Nein? Dann gehe ich jetzt. Was ist denn? Du hast gesagt, du gehst, aber du bist immer noch da. Mein Bruder wurde in Stein verwandelt und ich kann ihn nicht retten. Der eine, dem ich helfen wollte, hat mich beklaut. Und alles, ja, ne? Was du kannst, ist lachen. Boah, das ist alles wahr. Bist du das Orakel? Oh, könntest du mir auf dem Weg etwas mitbringen? Ich verhungere! Der Vater, den du kennst, ist nicht von deinem Blut. Zum Sieg führt ein gekrönter Berg in lockiger Flut. Den Untier dürstet es nach den göttlichen Makeln. Heldenmut reißt sie dem Biest aus den Tentakeln. Der geflügelte Bote hilft auf in die Schlacht, auf das bald jeder aus der Verwandlung erwacht. Herde der Sturmsee, Schmiedefeuer entflammt, weißes Kind überzeugt, Flieder leichter Verstand. Ältestes Kind der Tethys, dem Vater zum Hohne, kühn in die Höhe, ein Zuhause zum Lohne. Oh. Das nenne ich mal eine Prophezeiung. Was denn? Ist es nicht seltsam, dass es auch Weissagung heißt und ich gar nicht weiß, was ich sagte? Halt! Dieb! Nimm deine Armschienen zurück. Wo du hingehst, wirst du sie brauchen. Komm mit mir. Nein! Gut, es tut mir leid, dass ich dich beklaut habe. Manchmal kann ich nicht anders. Das ist ein Problem. Also, wieder gut? Nicht mal ansatzweise. Ich brauchte eine Gabe für das Orakel. Ich dachte, du wärst ein Niemand und mochte deine Nase nicht. Aber das liegt jetzt hinter uns. Wir müssen los. Meine Nase? Wir haben nicht viel Zeit. Er wird bald hier sein. Wer? Ich habe genau das Richtige, um dich zur Hauptinsel zu bringen. Wo sind diese Flügel? Diese? Wer ist hier der Dieb, hm? Guck nicht so süffisant. Sie würden ohnehin noch nicht fliegen. Du musst das fehlende Teil finden. Was meinst du mit fliegen? Konzentrier dich. Danach brauchen wir auch noch einen Krug von Aiolos. Ist der da drin? Ich beginne mit den Vorbereitungen. Wir treffen uns am Observatorium, wenn du den Krug hast. Ich verstehe nicht. Du schwebst in großer Gefahr. Lass mich dir helfen. Ja, schön. Aber du hattest gesagt, dass... Und weg ist er. Na gut, ich muss mir etwas einfallen lassen, um da durchzukommen. Jetzt ist es ja wieder ein bisschen leichter. Ja, ich mag ihn auch.
Du wirst es bald erfahren. Der labyrinthartige Pfad vor ihm schien beängstigend. Doch werde das Licht der verraten. Sterne wies Phönix den Weg. Den kann ich nur schieben. Schieb. Hallo? Vielleicht wollte er ihn auch nicht anheben. Ich weiß es nicht. Ist egal. Jetzt wissen wir, wo Kisten hingehen, um zu sterben. Ich glaube, die Kiste war leer. Hallo. Die Kiste ist leicht genug, die kannst du tragen. Das ist mir beim letzten Mal auch passiert, dass ich nach diesem Kampf geheilt habe und dann, hey, da ist ein Punkt, wo du heilen kannst. Schön. Oh, da hinten. Da sind so viele Knöpfe, da komme ich immer mal durcheinander. Doch irgendwann da hinten hin. Aber ich traue mich nicht darüber zu springen. Ich stürze nur ab. Wir reparieren jetzt erstmal unser Flügelchen.
hinten müssen wir lang. Ein bisschen Ausdauer. Als Phoenix durch die Unterwelt streifte, kreisten seine Gedanken um seine Eltern. Waren sie sicher in Argos? Waren sie auch versteinert worden? Phoenix verspürte das starke Bedürfnis. Plötzlich ein Riesenmonster. Es war gigantopisch, doch Phoenix lachte. Komm zu Papa Klein. Nein! Du willst also tanzen, ja? Oh, bist du süß! Das süße kleine Monster war ganz verspielt. Genau, was Phoenix brauchte, um sich von seinen Sorgen abzulenken. Es war ein Geschenk des Olymp, das er für immer in sein verletzliches und doch immer größer werdendes Herz schließen wird. Na gut, wie du willst. Aber wenn ich kotzen muss, bist du schuld. Phoenix war bereit, sich dem Monster zu stellen. Es griff an. Florian, das hatte ich auch gedacht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Mikros der Putzige, das ist sehr niedlich. Aber dann durfte er doch nicht so klein bleiben. Das ist ein bisschen schade. Eigentlich flieg weg, weil umfallen tun wir ja nicht. Ich bin fast da, Menschlein. Wir haben so vieles zu bereden. Wer oder was du auch bist, du machst mir keine Angst. Es hat mich geheilt. Als der Dieb Aiolos Krug sagte, dachte ich an einen Krug mit dem Gott der Winde darauf und nicht seinem Wind darin. Wie soll denn Wind in ein so kleines Gefäß passen? Das ist unmöglich. Haben wir das auch geschafft? Fehlt uns nur noch der letzte Teil für die Flügel.
Am oberen Ende des Turms des Observatoriums konnte Phoenix die Armillarsphäre sehen. Armillarisphäre, was? Sie zeigt den Orbit der Planeten und... Ach, weißt du was? Vergiss es. Nett von dir. Wie kommt das Spiel darauf, dass ich feststecke? Danke für den netten Hinweis. Als Phoenix seine Reise fortsetzte, fragte er sich, ob die Sterne eines Tages auch seine Geschichte erzählen würden. Hermes meint immer, die Sterne erzählen Geschichten. Aber ich verstehe es nicht, fast als könnte ich nicht lesen. Warum überrascht mich das nicht? So, ich muss jetzt endlich überlegen. Weil da sind die Flügel, die wir brauchen. Und da haben wir so ein tolles Rätsel mit vielen schönen Kügelchen. Die wir jetzt alle da schön hinschleppen können. Muss ich das hier wohl lösen, um an das fehlende Flügelstück zu kommen? Du kannst die Sterne nicht lösen. Die Sterne lösen dich. Zumindest hat mir das eine Seherin namens Clea mal erzählt. Ich verrate dir nicht, was danach geschah, aber die Sterne leuchteten hell. Sie klaute dein Geld. Das hat sie, ja. Aber dafür verwandelte ich sie in eine Beere. Alles in allem ein guter Abend. Dahin. Dahin. Danke. Ich sollte die Sachen nicht wegschmeißen. Kein Benehmen, dieser Junge.
Das hat mal ein bisschen gedauert. So, bei dem da unten weiß ich gerade nicht mehr genau, wie ich dran gekommen bin. Ah, ich sehe. Die Wand ist brüchig. Ist ein Weg, gibt sie zu durchbrechen? Ganz offensichtlich gibt es da einen. So. War ja einfach. Ist ihm auf den Kopf gefallen? Ach Junge. So. Das ist wahr. Das ist nicht gut gepolstert, was er auf dem Kopf hat. Auf der Goldinsel. Er sollte was anderes aufsetzen. In Erinnerung an meinen größten Erfolg und meine größte Niederlage. Mögen die Götter mein Opfer annehmen, möge ich dich wiedersehen. Ikaros. Das sind die Schwingen des Daedalus. Er muss auch alles hier erbaut haben. Die Tempel und so. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es ist, so seinen Sohn zu verlieren. Ich habe das Flügelstück und Aiolos Krug aus dem Tartaros. Nun muss ich nur noch diesen Fremden beim Observatorium finden. Ja, das können wir noch machen. Was? Ich habe Ikaros nicht getötet, sondern Daedalos Fehlkonstruktion. Und wo ist Daedalos jetzt? Verstehe. Schweigen. Ich bin sicher, Phoenix findet es heraus. Irgendwann. Wir sind dran. Zum Ankleiden. Sieht nicht unbedingt viel besser aus, aber hey, immerhin. So. Finden da auch irgendwas. Okay, bricht dir doch das Genick. Meinen neuen Helm. Der wahrscheinlich besser gepolstert ist. Aber schauen wir mal. Der macht 150 Schaden gegen unverwundete Gegner. Und der macht 10% Schaden mit dem Schwert. Ja, ich glaube, wir bleiben bei dem Löwen. Fürs Erste, weil ich ihn mag. So. Jetzt wieder runter. Wir können noch mal gucken, ob wir da oben noch was finden. Wenn wir da hochkommen und nicht wieder abstürzen.
Was soll das? Hallo? Dann will er nicht hoch. Na gut. Dann stürzt ab. Müssen wir da anders hoch? Hier ist nur die Treppe. Okay. Nein, wir müssen da ja hoch. Hier waren wir ja schon richtig. Ich dachte, du wolltest etwas vorbereiten. Ja, und zwar mich auf deine Rückkehr. Hast du die Flügel? Ja. Bitte. Nicht so gut wie neu, aber was ist das schon? Etwas Neues? Du hast den Krug, oder? Mach dich bereit, ihn zu öffnen. Was ist das? Du schmieriger Dieb! Dachtest du, du könntest entkommen? Du hast dieses Ding da bestohlen? Wie gesagt, ich habe ein Problem. Erbärmlicher Laufbursche. Du verdienst die Krone nicht, die man dir gab. Wir vernichten dich, Typhon! So wie damals! Wir? Es gibt kein Wir. Schon lang nicht mehr. Phoenix, jetzt! Öffne deine Flügel! Es geht nicht! Jetzt hab ich dich! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Wer war dieses Monster? Typhon. Nicht der Typhon. Oh, du hast ja keine Ahnung. Wir müssen zur Halle der Götter. Dort können wir reden. Bereit zum Fliegen? Das waren die Flügel von Daedalus. Der Daedalus, der große Erfinder. Und? Sie haben nicht funktioniert. Sein Sohn ist gestorben. Keine Sorge. Flieg einfach nicht so nah an Helios ran. Und wenn's Turbulenzen gibt, geh nicht auf die Toilette. Dann schaffst du es problemlos bis auf die Hauptinsel. Nehme ich an. Erst hast du mich beklaut und nun rettest du mich? Wieso? Den Großteil der Prophezeiung dieses Orakels habe ich nicht mitbekommen. Aber wenn der Rest davon stimmt, dann bedeutet kühn in die Höhe, dass nur du, Typhon, daran hindern kannst, die Welt neu zu erschaffen. Wir wissen nicht mal, ob es da um mich geht. Als jemand, der immer zu allen helfen will, solltest du vielleicht hin und wieder Selbsthilfe annehmen. Wovon redest du denn? Bei den Mäuren! Wie soll dir der geflügelte Bote denn helfen, wenn du ihn nicht lässt? Der geflügelte Bote? Moment mal. Geflügelter Bote? Oh nein! Du bist... Hermes, ich liebe Halbwahrheiten, Streiche und lange Spaziergänge am Strand. Können wir jetzt bitte los? Die anderen Götter brauchen unsere Hilfe. Andere Götter? Soll das heißen, all die Geschichten sind wahr? Irgendwas stimmt nicht mit deinem Gesicht. Dir fällt dauernd die Kinnlade runter. Und jetzt ist sehr gut gewesen. Wir treffen uns in der Halle der Götter. Ich erwarte dich dort. Mit diesen Worten verschwand Hermes. Phoenix blickte über das schmale Band der See, hinter dem sich die Berge und Täler der Goldinsel abzeichneten. Der lange und steinige Weg zu seinem wahren Schicksal lag vor ihm. Warte!
Das war nur der Prolog? Wie kann es so lange dauern, eine Geschichte anzufangen? Da war ja Odysseus schneller zu Hause. Er wird gleich springen. Sei still und hör zu. Er wird gleich springen. Wir müssen in die Richtung. Sammeln wir uns ein bisschen durch die Gegend. Gegenseitig haben. Es gibt nur leider keinen Schaden bei denen. Das finde ich schade. Wir haben eine neue Waffe gefunden. Schauen wir uns doch mal die neue Waffe an. Prozent Schaden für 6 Sekunden nach perfekter Parade. Oh, da müsste ich parieren. Ich glaube, ich bleibe lieber erstmal bei der Axt, die wir haben. Da hinten ist noch ein Dungeon. Oh. Plötzlich fiel Phönix eine majestätische Kreatur ins Auge. Doch um das schöne Wesen zu zähmen, müsste Phönix sich erst mit ihm anfreunden. Warum flüsterst du denn? Ich will das Pferd nicht verscheuchen. Was hast du genommen? Kann ich auch was haben? So schnell zähmt man Windröschen. Ja, das habe ich auch gedacht beim ersten Mal. Ich weiß nicht. Was halten und jetzt haben wir ein kleines Reittier, wo ich wahrscheinlich wieder vergesse, wie man das ruft, weil das passiert mir sehr gerne. Es sind so viele Knöpfe. Wir können uns den Dungeon mal angucken. Ja, er steuert sich sehr schön. Er hat auch eine sehr schöne Animation. Er hat auch nicht so einen riesigen Wendekreis, wie die Barbie-Pferde.
Ein sehr wendiger Hirschreh. Windröschen. Das war daneben. Auch schon gemacht. Kann nur sagen, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich ihn richtig mache, aber ist mir egal. Hauptsache, man kommt hier durch. Kommt von da. Dann müssen wir selbst durchlassen. Dann müssen wir hier hin. Ach, zu früh. Verdammt. Da. Die Kugel ist zu langsam. Hängst du da jetzt fest? Ah, okay. Dann ist er da gegen die Wand. Dann kommt er da lang. Dann geht er da runter. Geht er da nicht runter? Hängst du da fest? Danke. Schieb! Schieb! Roll! Komm schon, du schaffst es. Noch ein Stückchen. Das ist wie Schildkrötenrennen. Aber sie bewegt sich. Vielleicht auch nicht mehr. Gut, du musst dann da runter. Hey, Kamera, mach nicht irgendwelche komischen Sachen, ja? So, dann musst du da hin und dann musst du da runter. Oh, da habe ich vergessen, dass es da offen ist. Na gut, okay, wir haben es. Wir sind gut. So, da hin. Und da hin. Dann rollt sie wieder sinnlos über den Rand und bleibt stecken. Gut, okay. Dass ich wieder dagegen laufen. Das hat ganz gut funktioniert. So, dann rollst du da hin. Dann lass ich dich da runterrollen. So, und wenn du da raus bist, irgendwann, gut, machen wir zu. Gut. Jetzt haben wir noch die andere Seite. Halt, da. Okay, da ist dann wieder zu. Wo ist die Kugel? Da ist gerade eine neue aufgetaucht. Ich glaube, sie ist runtergefallen. Aber hier sehe ich nicht. Okay, da ist jetzt raus.
Da hat sie dann keinen Sprung mehr. Also muss man jetzt ein bisschen Sprung geben und dann muss man... ich glaube, so war das nicht geplant. Okay. Du musst jetzt erstmal da rum. Dann muss sie da lang. Nicht zu früh. Kugel. Hallo? Da ist sie wieder irgendwo runtergerollt, glaube ich. Okay, dann ist sie da hoch. Shit. Ist daneben gelaufen. Nochmal. Ah, das hat das beim ersten Mal, als ich diesen Dungeon gemacht habe, auch irgendwie besser funktioniert, glaube ich. Was macht die denn auch immer? Was ist das? Die mich verarschen. Jetzt ist sie da runtergefallen. Diese Kugeln haben ein interessantes Eigenleben. So. Jetzt nochmal da rum. Jetzt da rum. Jetzt ist sie bestimmt wieder irgendwo runtergefallen. Was ist denn da hinten in der Ecke? Ah, da ist ein Loch. Okay, also ich muss hier aufmachen. Dann muss ich wieder zumachen. Damit sie da nicht durchfällt. Ich muss hier wieder aufmachen. Und dann muss ich hier... Oh, sie ist drüber gesprungen. Sie ist drüber gesprungen. Da durch. Oh nein, warte, das war richtig. Oh Gott. Okay. Eine schwere Geburt, aber ich glaube, die Kugel hat es geschafft. Wir haben es auch geschafft. Ja, es war komplizierter, als es aussah. Aber ich glaube, wir haben noch nicht alles gefunden da drin. Aber ich möchte da jetzt nicht noch mal rein. Das war anstrengend genug. Aber ich finde die Umgebung so schön. Man da hochklettern kann. Also kann man bestimmt, aber ob wir das können. Nein, du wirst nach oben klettern. Ich glaube, wir haben noch nicht genug Ausdauer für so eine lange Säule. Und ja, ich ignoriere die Bären. Vor den Bären habe ich Angst. Ich meine, wenn es nur einer ist, dann sind es zwei. Vor dem Vieh habe ich noch genauso viel Angst wie vor den Bären.
Könntest du den Felsen mal in Ruhe lassen, Junge? Ja, das ist Open World. Du kannst einfach. Verdammt! Er hat uns umgenietet. Mal sehen, wo wir da waren, aber die speichert ja regelmäßig, hoffe ich. Nach dem Dungeon. Wie gesagt, vor den Viechern habe ich ja ein bisschen Angst. Stehe ich direkt vor dem. Was soll das denn? Wem hilft das denn? Tschüss. Du bist später irgendwann dran. Oh, was sind wir da unten? Zwei Bären. Was könnten die? Warum lauft ihr so komisch? Sie haben aufgehört. Gut. Wir gehen erstmal weiter. Erstmal abspringen, genau. Speichert echt häufig. Mein Glück. So. Glauben die Olympia, eine jämmerliche Armee von Halbgöttern hält mich auf? Du willst gar nichts von uns? Jetzt schon, wahrscheinlich. Sobald Typhon tot ist, kämpfen wir gegeneinander. Solltest dich mal für eine Richtung entscheiden, Junge. Oh. Das haben wir gerade so geschafft mit Ausweichen. Da hat er uns wieder erwischt. Da hat er uns nochmal erwischt. Überhaupt irgendwas oder laufen wir hinter ihm her? Kämpfen wir gegeneinander. Das war ja böse, weil ich seinen Stock kaputt gemacht habe. Manchmal klappt das ganz gut mit dem Ausweichen und manchmal überhaupt nicht. Wie das so ist. Oh!
tot ist, kämpfen wir gegeneinander. Was soll ich denn sagen? Umfallen. Wo sind die Leute hin? Hallo? Wow, gratuliere. Komplizierte Teige. Ich hatte mich gerade erschrocken vor dieser Statue. Klebriger Teig zum Ausstechen. Das klingt interessant. So, bei uns steht wieder eine Klettertour an. Klettern auf den Berg. Interessant. Die Löwenstatuen haben uns alle irgendwie überrascht. Nicht runterfallen. Hallo. Oh. Kannst ruhig mal tun, was ich dir sage. Yeah, wir haben es geschafft. Ja, das ist schön, das tue ich gerne. Der großen Halle verschlug Phönix den Atem. Das ist unglaublich. Ja, ganz nett. Könnte mal renoviert werden. Die Sache mit den Säulen ist etwas altbacken. Also, sind wir hier sicher? Weißt du noch, was ich Typhon gestohlen habe? Es war ein kleines Stück seines Auges, damit dieser Ort vor seinen fürchterlichen Blicken verborgen bleibt. Gern geschehen. Du sagtest, das wäre die Halle der Götter. Nun, wo sind sie dann alle? Ich fange mal ganz von vorne an. Mit der Hand auf Phönix Schulter erzählte Hermes die Geschichte von Typhon, dem Göttervernichter. Typhon,
Sohn der Gaia, war ein furchtbares Ungeheuer, das die Titanen befreien und die Götter vernichten wollte. Er kämpfte mit Zeus um die Vorherrschaft über den Kosmos. Zum Glück wurde Typhon besiegt. Und wie er das wurde! Und unter einem Berg begraben, wo er kein Unheil mehr anrichten konnte. Wenn ich nur immer noch so gut in Form wäre. Viele Jahrtausende saß Typhon dort fest, bis Helios sich verfinsterte und brennende Sterne vom Himmel fielen. Die Sterne schmolzen Typhons Ketten und in einer Explosion aus Feuer und Rauch barst Typhon aus dem Berg hervor. Die Götter hatten ihm Unrecht angetan. Nie wieder, schwor er. Die Welt wird gesäubert. Die Götter werden büßen. Und so dürstete Typhon nach Rache. Zerstöre den Vorhang, der dieses heilige Land von der Unterwelt trennt. Lass Tartaros unter den Göttern wandeln. Zertrampelt, vertilgt und zermalmt die falschen Götter zu Staub. Kommt, Olympia! Schwingt eure Waffen und stellt euch mir! Ihr habt meine Macht unterschätzt und euch in eurem Hochmut gesonnt. Beugt euch meiner unerreichten Vollkommenheit! Manche Götter flohen, manche blieben und kämpften. Viele wurden gefangen. Typhon riss sie entzwei. Er stahl ihnen ihre Essenz und verwandelte sie unwiederbringlich. In einem letzten verzweifelten Versuch, ihr Land zu retten, riefen die Götter die alten Helden. Die letzten Krieger, in deren Venen noch ein Mindestmaß an göttlichem Blut zu finden war. Schwach und selbstverliebt. Eure Helden werden nur noch ein Schatten ihrer selbst sein. Und mir bis in alle Ewigkeit dienen. Die Götter hatten versagt und die Helden ebenso. Doch als alle Hoffnung verloren schien... Also ja, es wurde ordentlich gekämpft und verloren. Und jetzt bist du unsere einzige Hoffnung, den alten Glanz wiederherzustellen. Und die Welt vor dem Chaos zu bewahren. Wir haben nur noch dich, Phoenix. Aber keinen Druck. Ich habe den Überblick verloren, wer wer ist. Bist du das mit der Stachelfrisur oder Typhon? Ach, vergiss es. Die besiegten Götter müssen mit ihren Essenzen wiedervereint werden, damit sie zu alter Stärke finden. Und dann müsst ihr gemeinsam Typhon bezwingen. Das klingt gar nicht so leicht. Ich wünschte, mein Bruder wäre hier. Gut, hör mal. Ich bin nicht perfekt, ja? Ich meine, ich war's, der Pandora zur Erde gebracht hat, um Zeus willen. Aber vielleicht, nur vielleicht, bist du der rechte Held zur rechten Zeit. Und ehrlich gesagt, bist du auch der Einzige, der noch da ist. Alle anderen wurden schon besiegt. Viel Glück. Ich werde hier warten und nichts tun. Ich meine natürlich, alles vorbereiten. Dann, danke. Oh, du machst wieder dieses Gesicht. Na schön. Am besten fängst du damit an, die anderen Statuen auf der Goldinsel zu erklimmen, um die verschwundenen Götter zu finden. Sie sollten dir sagen können, wo ihre gestohlenen Essenzen sind. Allerdings waren sie in letzter Zeit nicht sie selbst. Also bin ich nicht ganz sicher. Und was heißt das jetzt? Das wirst du schon sehen. Phoenix, denk nach. Was würde mein Bruder tun? Legyron würde es vermutlich ganz allein mit Typhon aufnehmen. Wie damals, als er die gesamte spartanische Flotte besiegt hat. Dem mache ich was vor. Das ist zu viel für mich. Ja, eigentlich auch für mich. Aber es ist nicht schlimm, wenn du dich schippst, glaube ich. Es ist in Ordnung. Mach, was du willst.
Was ist das? Ich bin nicht sicher. Hades ließ es herbringen. Hinterlege ein Opfer für den Fährmann und du könntest unerwartete Hilfe erhalten. Aber sei vorsichtig. Argo hat das letzte Geschenk aus der Unterwelt kaputt gemacht. Und sieh, was aus ihm geworden ist. Wer ist Argo? Ganz genau.